Mit der Renault Keycard Handsfree in der Tasche müssen Sie sich zum Entriegeln der Türen lediglich dem Fahrzeug nähern. Sie können Ihr Fahrzeug auch entriegeln, indem Sie direkt auf den Knopf an einem der vorderen Türgriffe oder auf diese Taste auf der Karte drücken. Ein Aufleuchten der Warnblinker bestätigt die Entriegelung der Fahrzeugöffnungen. Falls Ihr Fahrzeug eine entsprechende Ausstattung hat, entfalten sich die elektrischen Außenspiegel automatisch, wenn die Türen entriegelt werden. Wenn Sie sich vom Fahrzeug mit der Renault Handsfree-Karte entfernen, werden alle Türen automatisch verriegelt. Sie können Ihr Fahrzeug auch verriegeln, indem Sie direkt auf den Knopf an einem der vorderen Türgriffe oder auf diese Taste auf der Karte drücken. Die Verriegelung wird durch ein Blinken der Warnblinkanlage bestätigt. Fahrzeuge mit entsprechender Ausstattung verfügen außerdem über eine automatische Einklappfunktion der Seitenspiegel. Blinkt die Warnblinkanlage nicht, bedeutet dies, dass eine Tür oder der Kofferraum nicht richtig geschlossen ist und das Fahrzeug nicht richtig verriegelt wurde. Mit Ihrer Karte können Sie auch nur die Heckklappe öffnen und die Außenbeleuchtung aktivieren, indem Sie auf diese Taste drücken. Auf diese Weise können Sie Ihr Fahrzeug bei Nacht in unbeleuchteter Umgebung oder auf einem Parkplatz leichter finden. Das Abblendlicht und die Außenbeleuchtung leuchten ca. 30 Sekunden lang auf. Drücken Sie zum Ausschalten der Beleuchtung erneut auf diese Taste. Beachten Sie, dass Sie alle Türen verriegeln können und das Öffnen über die inneren Türgriffe verhindern können, wenn das Fahrzeug mit der Spezialverriegelung ausgestattet ist. Diese Funktion erweist sich als praktisch, zum Beispiel, wenn nach einem Glasbruch die jeweilige Tür nicht geöffnet werden soll. Drücken Sie zur Aktivierung der Spezialverriegelung einfach zweimal kurz hintereinander auf diese Taste. Die Verriegelung wird danach durch zweimaliges langsames und dreimaliges schnelles Blinken der Warnblinkanlage und der seitlichen Zusatzblinker bestätigt. Wenn Sie mit der Keycard Handsfree an Bord Platz genommen haben, drücken Sie das Bremspedal und anschließend auf die Taste Start-Stopp, um den Motor zu starten. Wenn sich die Karte in der Nähe eines Geräts befindet, das mit derselben Frequenz arbeitet, zum Beispiel ein Smartphone, besteht die Möglichkeit, dass die Meldung Karte im Bereich plus Start platzieren auf der Instrumententafel angezeigt wird. Platzieren Sie Ihre Keycard Handsfree mit nach oben gerichtetem Renault-Logo in diesem Bereich, drücken Sie das Bremspedal und auf die Taste Start-Stopp. Wenn eine Person das Fahrzeug zusammen mit der Keycard Handsfree verlässt und der Motor noch nicht abgestellt wurde, wird die Meldung Karte nicht vorhanden, langer Druckimpuls auf Start auf der Instrumententafel angezeigt. Führen Sie in diesem Fall einen langen Druckimpuls auf die Taste Start-Stopp aus, um den Motor abzustellen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug 3 Tage lang nicht genutzt haben, kann es nicht mehr durch Annähern an das Fahrzeug entriegelt werden. Wenn Sie die Karte bei sich haben, können Sie das Fahrzeug auch verriegeln, indem Sie auf einen der vorderen Türgriffe, den Kofferraumgriff oder auf eine dieser Tasten drücken. Wenn Sie Ihr Fahrzeug 8 Tage lang nicht genutzt haben, kann es ausschließlich durch Drücken dieser Taste auf Ihrer Karte entriegelt werden. Sie können den Keycard Handsfree-Zugriff über das Menü Fahrzeug auf Ihrem Bildschirm EasyLink erneut aktivieren. Bei Bedarf können Sie den in die Renault-Karte integrierten Schlüssel verwenden. Sie nehmen ihn, indem Sie die entsprechende Abdeckung folgendermaßen verschieben. Entfernen Sie die Abdeckung des Fahrertürgriffs mit Hilfe des Schlüssels, um auf den Schließmechanismus zuzugreifen. Sie können die Tür jetzt öffnen.